Everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I would shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute hab ich mal einen Glitch dabei geholfen. Hat mir der Contra. Und was ihr alles braucht, ist ganz einfach. Ihr braucht einfach ein Safe Game. Das Safe Game ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Ihr startet jetzt erstmal GTA Online und dann ladet ihr erstmal in den Story-Modus. Become a beast, and oh, I hope you hear me clearly. But while I'm on the beat, I guarantee you're gonna feel me. I feel like Godzilla, maybe a little iller. Kinda like an animal, my jacket is chilla. Body green like Skrilla, listening to Skrillex. They say that I'm a killer, when you hear me, you gon' feel it. It's Marvin Divine, I'm about to blow up. And this song is fire, it might just self-destruct. And I'm here with Godzilla, we're about to go nuts. So put your hands in the air, and put some drinks in your cup. Let's go! Seid im Story-Modus angekommen, dann werdet ihr sehen, ihr habt hier diesen Wagen. Das ist mein Wagen, der Paria. Hat der Contra mir erstellt, das Safe Game. Dann guckt ihr erstmal bei Optionen, Einstellungen, Steuerung, ob ihr im freien Zielmodus seid. Habt ihr das Ganze gemacht? Dann geht ihr nochmal Options, Online und dann geht ihr einfach in eine Einladelobby und dann wartet ihr da auch wieder, bis ihr reingeladen werdet. Ich bin im Online-Modus, dann drücke ich jetzt einfach Options Online und gehe in den Editor. Dann wartet ihr wieder, bis ihr in den Editor reingeladen werdet und dann braucht ihr nur noch ein Capture. Das werdet ihr dann laden müssen. Wenn ihr noch kein Capture habt, dann erstellt ihr einfach eins und dann testet ihr das Ganze und dann warten wir erstmal, bis wir damit fertig sind. Ich habe jetzt hier unter Kreation laden, bei gespeichert, habe ich schon mein eigenes Safe Game. Das ist sind mehrere. Ich nehme jetzt hier das Frozen Money. Es muss ein Capture sein. Es muss ein Capture sein. Wie gesagt, habt ihr noch keins, dann erstellt ihr euch einfach eins. Es muss nichts Geglitchtes da drin sein. Das ist nicht notwendig. Und ja, ihr seid jetzt da reingeladen. Dann testet ihr das Ganze und dann wartet ihr erstmal, bis ihr in diesen Test reingezogen werdet. Ich habe den Test jetzt gestartet, dann drückt ihr einfach nur noch die Pfeiltaste nach unten, geht auf Test, beenden und dann wartet ihr wieder, bis ihr raus seid, genau hier Team 1 und dann drückt ihr Kreis und dann geht ihr auf beenden und dann erstmal wieder in den normalen, also beziehungsweise in das normale Editor-Menü, genau das meine ich. Dann einfach zurück zu Grand Theft Auto, da müsst ihr jetzt rein. Meine Katze ist gerade bei mir, sollte man die hören, entschuldigt mich das. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das Thema hier. Ich lade jetzt hier erstmal rein und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir gespawnt sind. Ich bin im Story-Modus, ich wurde gerade angerufen, das ist nicht schlimm. Ihr drückt dann einfach Options. Dann geht ihr auf den Rockstar Editor, dann auf Regisseur-Modus und da geht ihr jetzt rein. Ich bin fertig reingeladen, dann drücke ich einfach nur noch auf Regisseur-Modus betreten. Ihr werdet dann wieder einen kurzen Blackscreen bekommen, den werdet ihr einfach nur abwarten, beziehungsweise abwarten müssen. Dann wieder das Interaktionsmenü, zurück zum Casting-Trailer. Dann bekommt ihr nochmal einen erneuten Blackscreen. Hier werde ich auch schon wieder reingeladen. Ich gehe dann jetzt hier auf Favoriten. Dann spawne ich hier so, dass es verglitscht. Nicht komplett nach vorne laufen, einfach dahin gehen, wo ich hingehe. Und dann drückt ihr wieder die Options-Taste. Dann geht ihr auf Spiel, Spiel laden. Dann habt ihr hier euer Safe Game, in meinem Fall beschädigte Ware. Da drückt ihr einmal X drauf. Dann drückt ihr PlayStation-Taste 1 nach unten. Hier bei aktuelles Spiel. Genau, das muss ich erstmal zu Ende laden. Ich gehe hier dann auf Aktivitäten. Ich warte wieder, bis das Ganze fertig geladen hat. Ihr nehmt nicht euer eigenes. Oder doch, könnt ihr auch nehmen. Ich nehme aber jetzt hier von Secret Damian das Safe Game. Beziehungsweise einfach jetzt hier die Aktivität. Da habe ich mich gerade versprochen, das tut mir leid. Einfach hier GTA Online starten, beziehungsweise
spielen, dann bekommt ihr hier eine kleine Meldung. Diese Meldung wird sich hier nicht ändern, das ist halt die Meldung, die davor auch schon kam. Ihr drückt einfach X und dann werdet ihr lange, lange in den Story-Modus laden. Das denkt Rockstar Games bzw. GTA. Ihr ladet aber in den Online-Modus. Das dauert einige Minuten, bei mir hat das jetzt 2 Minuten gedauert. Sollte irgendwas unklar sein, schreibt es mir im PSN. PSN-Name ist mute-333. Schreibt es mir auf Discord, dafür müsst ihr einfach nur auf meinen Discord joinen. Oder schreibt es ganz einfach in die Kommentare. Ich werde euch jetzt hier nicht warten lassen, ich skippe das jetzt. Dann sehen wir uns gleich im Online-Modus. Ich bin im Online-Modus angekommen. Dann geht ihr ganz einfach auf euer MK2 oder holt euch einen Heli. Das kann mir egal sein. Dann müsst ihr einfach ein bisschen weiter nach oben fliegen. Ihr werdet das dann hier auf meiner Map sehen. Ich habe nämlich erweitertes Radar an. Ich spule das hier wieder vor. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir an dem Ort angekommen sind. Ich bin hier oben angekommen. Ihr könnt euch auf der Map an so 3 Häuser orientieren, die ihr kaufen könnt. Oder wenn ihr die schon gekauft habt, an euren Apartments. Und ja, ihr dürft nicht überall hinfahren. Hier, ich fliege schon runter. Das ist sehr verbuggt. Und ja, ihr könnt alles machen. Ihr könnt wirklich alles machen. Ihr könnt sogar absteigen. Aber irgendwann, wenn ihr zu weit rauslauft, fallt ihr einfach runter. Das hat mir der Contra hier gezeigt, das ist sehr lustig. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr wieder auf das MK2 aufsteigen. Aber ihr müsst wirklich schnell sein. Dann würde ich mal sagen, das war's von diesem Video. Lasst dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Das war's von mir. Wiederschauen und tschüss.